Hallo und herzlich willkommen beim Brick Freaks. Es ist dunkel und das Auto scheint helle. Haha. Ja, was könnte das sein? Ha? Ist das? Gut. Mole King. Ja, wir machen mal die Lichter an. So, muss ich erstmal die Kamera und unsere Augen dran gewöhnen. So, hallo, willkommen zum Review vom Mole King 13067. 1928 Teile hat das gute Stück. Link ist unten in der Beschreibung zu Your World of Building Blocks, wo wir das hier gekauft haben, oder besser gesagt, der Mann, der neben mir sitzt. Wir machen das heute mal ein bisschen anders. Der gehört nicht mir und ich habe nicht gebaut. Neben mir sitzt der Ingo, ein lieber Zuschauer, mit dem ich seit kurzem Kontakt habe, der mich heute besucht. Und er hat uns dieses tolle Mole King Modell mitgebracht. Und da führen wir gleich so ein kleines Interview, wie denn der Bau war und ob es irgendwelche Sachen gibt, die nicht so gut sind oder Sachen, die toll sind. Ich denke, von der Qualität wird es Mole King typisch keine Probleme gegeben haben, aber das wird uns der Ingo gleich sagen. So, wir drehen ihn hier mal ganz, ganz kurz. Ihr seht auch ganz zum Schluss, ja, noch wie er fährt. Also bleibt dran, nicht, dass wieder jemand schreibt, wie es mir schon ein paar Mal passiert ist, hey, du zeigst ja gar nicht, wie er fährt, und dann eure eigenen Kommentare editiert und sagt, oh, Entschuldigung, ich habe nicht bis zum Schluss geguckt. Also, es kommt ganz zum Schluss, hänge ich es immer dran bei mir, ja, nur damit ihr das wisst. So, das ist ein gutes Stück kleiner. Seht ihr ja, er passt wieder auf meinen Drehteller. Das tun die 1 zu 8 Autos nicht, deswegen. Gab es jetzt auch bei McLaren P1, konnte ich euch den nicht einfach so drehen. Hier haben wir eine Länge von 39 cm, eine Breite von 21 und eine Höhe von 16. Ich schätze, er ist ein kleines bisschen kleiner als der Mercedes von Bruno, so 3-4 cm, aber Teileanzahl ist fast dieselbe. Ja. Wo Mole King jetzt hier geklaut hat, das kann ich euch nicht sagen, aber das Ding ist mit Sicherheit auch wieder auf Reprickable. Einmal die Anleitung gekauft und dann kopiert. Ja. Wer es weiß, auf welchem Mock das hier beruht, bitte schreibt es in die Kommentare für die anderen Zuschauer. Falls dann jemand Interesse hat, die Originalanleitung zu kaufen, haben wir dann wenigstens hier die Möglichkeit, über einen Link von euch an die Originalanleitung zu kommen. Ja. Hallo Ingo. Hallo, Frank. Ingo ist ein großer Technikfan und hat sich einen Haufen von den Mold King Modellen gekauft. Alle. Okay, das ging schnell. Alle. Einfach was ja schon einfach aussagt, wie gut die Qualität im Allgemeinen bei Mold King ist. Wann hast denn du den Ding geholt, Ingo? Ich glaube, 2 Tage nachdem er im Geschäft erhältlich war. Das dürften Also so 3 Monate. das ist schon länger her, Ja, 3, 4 Monate ist der, glaube ich, aufgetaucht. Das war von der neuen Mole King Welle, glaube ich, der erste. jawohl. Ne, den hatten sie als erstes vorgestellt. Kurz danach dann den Mercedes und den Lamborghini. Und jetzt noch den Ford Hoonigan, den McLaren P1, den Aftaros Shaman, den Den Ferrari FX. FXX. FXX. Ich glaube, dann haben wir sie, ne? Oder haben wir noch einen? Ja, Ende des Monats, Anfang nächsten Monats kommen mindestens noch zwei. Mindestens noch zwei. Also Mole King hat gerade einen brutalen Lauf, muss man Ja. ehrlich sagen. Absolut. Wobei sie jetzt auch anfangen, also zumindest wenn ich mir den Schaufelbagger Den ja, Liebherr-Klon. genau, so wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja. Liebo Den Libo R400. her. Ich glaube, das ist wirklich eine Eigenproduktion. Also ich habe den noch nirgendwo anders gesehen. Bei Rebrickable gibt es zwar auch welche, die diverse Modelle diesbezüglich gemacht haben, aber die sehen anders aus. Also ich glaube, das ist wirklich mal eine Eigenproduktion. Was ja schön wäre. Also da kann ich noch was dazu sagen. Mir fällt gerade auf, hier steht MP412C. Sollte das vielleicht sogar vom Maserati, dass der, also der Designer des Ding, ich glaube, es könnte sein, dass der auf einem Maserati Tourenwagen
Weil diese MP412C, glaube ich, kann man eine Maserati zuordnen. Okay, lassen wir das. Mich hat Moiking angeschrieben, ihr Community Manager, ich hatte es schon mal erwähnt. Und der Erstkontakt war: Hallo, schön, dass du unsere Produkte vorstellst und hättest du Lust, unseren Liboher R400 oder wie er heißt, ein Review zu machen? Ne? Er wäre vom selben Designer wie der von Lego. Ne? Das fand ich echt süß, dass sie gedacht haben, ich glaube das. War mir aber egal. Ich habe trotzdem gesagt, okay, von den Bildern her sieht der schon leicht anders aus. Also das ist eine Ja, ganz Eigenkonstruktion. anders. Die haben den auf jeden Fall nicht von Lego geklaut. Deswegen habe ich auch gesagt, okay, schickt mir das Ding. Da sind sie jetzt noch überlegen. Hier steht sogar Liebherr, nicht mehr Libo her. Aber RH400. So. Okay, also kann sein, dass ich dem demnächst direkt von Moltking krieg. Schauen wir mal. Was ich interessant fand, im Gegensatz zum Lego, er funktioniert über herkömmliche Remotes und nicht mit einer App. Also er funktioniert mit Sicherheit auch mit ihrer App, aber ihre App ist, das lassen wir auf einem anderen Thema. Obwohl ich glaube, der hier keine Probleme mit der App hat, ne? Ich muss gestehen, ich habe die App, eine ganz alte Version von der App, einmal bei mir installiert und ausprobiert. Die hat nicht funktioniert, aber wie gesagt, das war auch, ich glaube, kam direkt mit Einfach dem nur raus. raus. Das war ganz eine frühe Version. Also ich glaube Und im dann habe ich es Forum auch nicht mehr probiert. probiert. Also ich glaube im Forum gelesen zu haben, der Loi hat auf Your World of Building Bricks Blocks unten drunter unter dem und unter anderen Modellen einen Google Drive Link zur neuesten Version von der Software gemacht. Die hat damals bei mir für den Mercedes und für den Lamborghini noch nicht funktioniert, aber im Lappingboard Forum haben viele geschrieben, dass es mit dem neuesten Update er hier wenigstens sich mit der App steuern lässt. Das müsst ihr aber ausprobieren, aber ich denke, warum sollte man mit der App steuern, wenn er das Ding Tausendmal hier hat? besser. Genau, also wie bei den anderen Moleskins ist dieselbe Fernbedienung. Wie ist denn hier die Motorisierung, Ingo? Der hat zwei Motoren drin. Einen für den normalen und dann den zweiten, der dazu geschaltet wird für den Turbo. Also gleich wie bei Mercedes. Genau. Genau. Dann habt ihr, also ich glaube, die Motoren werden ähnlich dann wie bei Mercedes. Ihr könnt die beide einzeln fahren und wenn ihr hier oben drauf drückt, schaltet ihr den Turbomodus, dann schaltet er beide an. Das, Genau. genau, das ist aus. Und dann hat er wirklich annehmbare Geschwindigkeit. In den anderen beiden Gängen, ja, 88-jährige Rollator, ne, hat schon mal erwähnt, sind schneller. Ja. Wie sind die Aufkleber von der Qualität? Absolut in Ordnung. Hier sieht man es leider, das sind durchsichtige. Das heißt, wenn du irgendwie Miniatur-Staubkörnchen hast, da sieht man leider kleine Bläschen drunter. Aber ansonsten, sie halten perfekt, waren gut anzubringen. Man kann sie auch relativ gut wieder abmachen, wenn man sie nochmal justieren muss. Kann ich mich nicht beschweren. Sind auch dick genug, Sind ne? dick genug, ja. Also es ist nichts gerissen oder so. Okay. Ich finde auch von den ganzen Aufklebern von diesen Moldkings, also der Bosch-Aufkleber mit Doppel-O vom Mercedes. Ja, doch, da Pirif. ist doch noch einer. Aber ich finde, der sieht von den Klebern am besten aus. Also auf jeden Fall besser als der Mercedes. Ich finde, hier ist es wirklich okay. Der gewinnt mit Aufklebern doch wirklich deutlich. Und es ist auch nicht so peinlich, das ist mit dem Piref. Man darf nicht drauf gucken, was genau heißt. Ja. Also, Ne? wenn man es nur im Regal stehen hat und in der Vitrine und so drüber guckt, sieht es toll aus. Wenn man sich dann hinstellt und liest, was da. Ja, da sind schon lustige Namen. Der Hammer, okay. Wie gesagt, ne? Also Turbo-Modus hier oben. Die Motoren lassen sich wahrscheinlich genau gleich umpolen wie bei Ja, Mercedes, ne? genau. Da drückt er beide, dann polt das um, ne? Drückt er vorwärts und rückwärts gleichzeitig und dann polt er die Laufrichtung um, falls er da am Anfang Probleme hatte. Das hatte ich bei Mercedes. Der eine war verkehrt rumgedreht und wenn, ne, beide in eine verschiedene Und zwar bei Richtung dem auch. drehen, steht er erstmal. Ihr wundert euch, warum es Geräusche macht. Absolut okay. Gibt es irgendwelche Konstruktionsmängel? Nee, also ich muss sogar gestehen, der war vom Bauen her am einfachsten. Der war super einfach. Ja, okay, ich habe jetzt schon viele Modelle gebaut, insofern überhaupt kein Problem.
Also dasselbe kann ich halt sagen, ist ähnlich wie bei Mercedes wahrscheinlich. Leichter. Ich fand ihn sogar leichter, ja. Ah, okay. Also da merkt man einfach, es ist sehr, sehr wichtig, dass sie den Designer, den sie beklauen leider, wenn der gute Arbeit gemacht hat und eine gute strukturierte Anleitung und einen guten strukturierten Aufbau, dann ist es für die Chinesen auch möglich, das einigermaßen zu kopieren. Ne? Also was ja bei Lox Lego dann manchmal ein bisschen schwerer ist, weil Lox Lego manchmal einfach Bautechniken benutzt, beim Ford Mustang Hoonigan, den wir euch auch noch zeigen, da kommt man wirklich ins Zweifeln. Ja? Da denkt man wirklich, why, ich sage das einfach, WTF, what the fuck, warum machst du das? Aber wenn das Design gut ist, wie es beim Mercedes war und wie du sagst, auch hier ist, dann sind die Dinger traumhaft easy einfach zu bauen. Also ich würde sagen, den Mercedes, den kriegt ein 8-9-Jähriger zusammen. Ja. Wenn er mit Bauerfahrung, wenn das jetzt ein 9-Jähriger ist, der das erste Mal sich an Technik setzt, dann nimmt doch wirklich die für Lego gedachten kleinen überteuerten 50-Teile-Sets. aber wenn der schon ein paar Mal was gemacht hat, müsste er das hinkriegen. Anleitung von den Winkeln und den Längeneinheiten und so weiter, gut? Gab es keine Probleme. Gab es keine Darstellungsqualität? Wie bei Mold King üblich, war sehr gut. Wunderbar. Ein einziges Problem gab es nur. Da habe ich dann auch einen kleinen Fehler gemacht. Die Lampen. Die sind in unterschiedlichen Tüten mit chinesischen Zeichen. Ihr seht es hier vorne. Genau, ich habe die Tüten nach Farbe dann sortiert. Also ich habe sie alle mal angeschlossen, nach Farbe sortiert und habe natürlich dann auch gleich zwei verwechselt. Ich habe das schöne Lila, was eigentlich unter das Auto gehört. Also das sieht jetzt sehr rot aus, weil hier ein roter Pin ist. Normalerweise ist das wirklich beides lila. Hätte eigentlich hier unter das Auto gehört. Da hätte Weiß hingehört. Das Weiß habe ich jetzt für ein anderes Modell verwendet. Und naja, jetzt ist er halt hier lila. Ich finde es trotzdem cool, muss ich sagen. Es hat was in der anderen Farbe. Es ist auch auffällig. Es ist schön auffällig. Nachts in der Vitrine einmal kurz einen Akku angeschaltet. Sieht schön aus. Ihr habt es gerade gesehen gehabt, ohne Licht. Ne? Das sieht auch in lila okay aus. Meine, natürlich sieht es noch geiler aus, wenn so Need for Speed mäßig hier unter den Seitenschwellern angebracht ist. Da hätte es hingehört, ja. das ist auch gut. Was haben wir denn an Funktionen? Er fährt vorwärts, er fährt rückwärts, er lenkt. Ja. Haben wir noch irgendwas? Können wir irgendwas aufmachen? Fronthaube Motorhaube. Motorhaube geht auf. Und hier vorne, das dürfte die Lenkung sein, ne? Das ist die Lenkung, ja. Ich muss gestehen, ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwie müsste der hier hinten auch noch gehen. Ein Spoiler noch verstellbar? Ja, ich glaube, der war verstellbar. Ich bin mir jetzt aber ehrlich gesagt gerade nicht mehr sicher. Ich habe mir so hingestellt und seitdem nicht mehr angefasst. Nur noch, wie gesagt, nachts mal den Akku angeschaltet. Ja, das sieht auch echt klasse aus. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war auch hier nur angedeutet, wo die Kabel von den Lampen hingehören. Ja. Also es ist schon ein bisschen Friemelei. Das ist ein großer Kritikpunkt. Der einzigste, der mir bis jetzt bei diesen beleuchteten Modellen aufgefallen ist, ihr steht einsam und alleine da, müsst euch überlegen, wie ihr die Kabelführung für die Leuchten macht. Für die Motoren und die Kabel ist es so, wenn ihr ein bisschen vorblättert, die Kabel tauchen oft in der Zeichnung gar nicht auf oder werden ignoriert. Wenn er dann aber ein bisschen vorblättert, kleiner Tipp, macht es, dann seht ihr, wie ihr es am besten verlegt, dass es später nicht zu lang oder zu kurz ist. Aber bei den Leuchten steht ihr wirklich einsam und verlassen da. Das ist also für die nächste Generation an Mold King Modellen mein größter Verbesserungswunsch, dass sie das noch besser dokumentieren, dass es ein bisschen einfacher wird und vielleicht, dass sie die Designer nicht mehr beklauen, sondern ihnen Geld dafür geben, das wäre schön. Was ich richtig geil hier finde, ist, dass die Akkubox hier schön in die Hecklinie eingearbeitet ist. Das ist super. Man kommt super dran, es sieht cool aus, also es fällt nicht so direkt auf, klar, es ist grau. Schon noch cooler wäre es, wenn die Akkubox schwarz wäre, dann würde sie hier perfekt rüberpassen. Aber ansonsten ist es eine geile Lösung für die Akkubox.
Das ist bei Mercedes deutlich schlechter geregelt und beim Lamborghini Veneno sowieso, weil er da an der Heckabdeckung rumfummeln müsst. Also ich denke, zum Drankommen ist das von den Moltkings mit Elektrifizierung, finde ich, bis jetzt am besten gelungen. Ne? Das ist richtig, richtig, richtig gut. Man kommt super leicht ran. Ja. Da werden wir nachher sehen, bei dem Hanneken, da ist das ein bisschen schwerer, ne? Komplizierter, ja. Ist ein bisschen schwerer. Ich werde auch kein Englisch-Video drehen. Ja? Deshalb gibt es nur auf Deutsch. Sorry for my English-speaking viewers, but we don't have the time and yes. So, only for the Germans. Okay. Ich habe eigentlich, mir fällt im Moment keine Frage mehr ein. Ich denke, hast du noch irgendwas? Nee, so bewusst fällt mir jetzt auch nichts ein. Wie waren denn die Soft Axles? Gehen überall gut in die Pin-Aufnahmen rein? Ja. Der Schlauch auch lang genug gewesen oder musst du irgendwas machen? Der war sogar ein bisschen zu lang. Der war zu lang, musst du kurz schneiden? Ja. Aber zu lang ist besser als zu kurz. Ja, okay. Okay. Dann hoffe ich, dass ihr... Achso, ihr seht ja gleich noch, wie er fährt. Ja? Die beiden Normalmodi und der Turbo-Mod, wobei ja, wie wir schon hatten beim Mercedes, die Normalmodi fährt keine Sau. Also Turbo-Mod, geil, aber das andere fährt ja... vielleicht zum Einparken. Wenn er rückwärts einparkt, dann vielleicht den langsamen Gang. Aber ansonsten war es dabei. Die Felgen sehen auch richtig gut aus. Ja, sind absolut kratzerfrei, diesen... Wunderbar. War bei dir auch gut eingepackt, extra Tüte und oben drauf gelegt? Ja. Ja, wie es sich gehört. Gut. Ich habe schon von Zuschauern, von einem habe ich jetzt ein Bild gesehen, da hat der Loi, der verpackt es nicht, aber einer der Mitarbeiter vom Loi hatte die Reifen irgendwie mitten rein, dann hatten sie leider einen kleinen Blattfuß. Aber das ist auch das erste Mal, dass ich das gehört und gesehen habe. Ansonsten achten sie da eigentlich ganz gut drauf, dass die wirklich heile bei einem ankommen. Normalerweise ziehen sie die immer so ein bisschen auf die Felgen drauf. Mhm. Ja. Und achten darauf, dass es irgendwo im Päckchen liegt, wo uns nicht zerdrückt werden kann. Also ich hatte noch nie Probleme. Chromteile haben wir irgendwo nicht verbaut, ne? Nee. Nee, okay. Das hatte ich jetzt bei dem P1, das Auspuffteil vom P1 hier hinten, das war so nachträglich verchromt. Das war normal gegossenes Lego-Teil, nachträglich verchromt. Da haben dann die Studs nicht reingepasst. Also das kann schon mal passieren, wenn nachträglich verchromt wird, dass es da nicht passt, dann geht er mit dem Cutter hin und fahrt einmal leicht durch die Aufnahme durch oder so und dann passt es. Das war jetzt beim McLaren P1 die Lösung. Einmal Cuttermesser rein, einmal umgedreht, dann passt es. Also bei Moltking und auch bei allen anderen Chinesen, die ich jetzt hatte, Chromteile muss man eventuell kurz nacharbeiten, weil durch das Vergroben da einfach ein Mikrometer mehr ja, dass es enger wird. Ne? Zur Not nimmt man eine Kihui-Achse. Okay, dann soll es gewesen sein. Ihr seht gleich noch die Aufnahmen. Ach, wie war denn hier die Fernbedienung? Weil in der ersten Charge hatten sie teilweise hier Probleme. War das hier auch? Nee. Ich hatte Glück. Ich habe mit allen Fernbedienungen Glück. Ich habe, wie viel habe ich mittlerweile? 5 Fernbedienungen und die waren alle problemlos. Also Batterien gehen rein, haben Kontakt. Okay. Motor funktioniert. Ja, also ich habe mit Loi gesprochen. Die erste Charge von denen hier, die in verschiedenen Modellen verbaut wurden. Manche hat es bei Mercedes, ich hatte es nicht bei Mercedes, ich hatte es beim Lamborghini. Wenn ihr es hier aufmacht, der Noppel vom Pluspol, bei manchen ist die mit Kontaktplatte zu weit hinten. Ja, das sieht man nicht, aber der Pluspol hat keinen wirklichen Kontakt. Dann biegt er die Platte mit einem dünnen Schraubenzieher einen halben Millimeter nach vorne und dann habt ihr Kontakt. Ihr könnt es auch zum Loi schicken oder im Loi sagen, er besorgt euch eine neue, aber das kann dauern, weil er es bei Moltking erst bestellen muss, die liefern es an ihn, er liefert es über Shanghai und Hongkong zu euch und dann nicht mit dem schnellsten Lieferversand. Also macht es einfach so, dass er die Kontaktplatte ein kleines bisschen vorbiegt oder wie ich es beim ersten Mal gemacht habe, ein Stück Alufolie rein, aber die Kontaktplatte vorbiegen ist das Bessere. Falls ihr Pech habt und in der Anfangscharge gab es auch mal defekte Batterieboxen oder defekte Motoren, dann auf jeden Fall im Loi anschreiben, das ist bekannt.
Es sind, glaube ich, 300 noch was Motoren defekt gewesen, was sich aber erst später mit längerem Laufen herausgestellt hat. Das heißt, die liefen in der manuellen Kontrolle von Mole King. Die lassen sie so 30 Sekunden laufen, aber danach müssen sie wohl irgendwo einen Schaden bekommen haben. Aber mittlerweile dürften die Chargen eigentlich, glaube ich, alle abverkauft sein, weil diese Mole King-Dinger laufen wie Sau. Der Läufer kauft das Zeug wahnsinnig gut. Also ich denke mal, dass wenn ihr jetzt das bestellt, habt ihr keine Probleme mehr. Höchstens ihr bestellt es nicht beim Loi oder irgendwo anders und habt noch einen Restposten, weil Loi hat von diesen Chargen nichts mehr, das weiß ich. Der hat nur noch gute Modelle. Bestellt ihr es irgendwo anders, Gearbest, LOLtoy, AliExpress oder so, da kann ich es euch natürlich nicht garantieren. Und dann weiß ich auch nicht, ob die euch neue Motoren schicken. Am besten, wenn ihr nicht beim Loi und Your World of Building Blocks bestellt, nehmt einen Händler mit PayPal, dann habt ihr keine Probleme. Weil Chinesen sehen nicht immer ein, dass manche Sachen verbesserungswürdig sind. Ah ne, sie stehen gleich, das sah nur gerade perspektive ist, aus, das, wenn man so guckt. Okay, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bedanke mich wahnsinnig beim Ingo. Gerne. Dass er hier vorbeigekommen ist und uns möglich macht, euch diese Modelle zu zeigen. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Also ein Vergnügen. Wie gesagt, ihr seht uns in ein paar Tagen nochmal mit dem Ford Mustang Hunigan. Der kommt dann auch gleich hinterher. Den drehen wir jetzt dann nachher das Video oder morgen. Schauen wir mal. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Bis bald. Bye, bye.